Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute das Aufgebraucht für den Juli und es ist auch wieder ordentlich was leer gegangen. Ja, ich greife einfach rein, ihr kennt das ja schon und ich fange an mit dem Maracuja Duft, ja, Stäbchen, diese Flasche mit Stäbchengeschichte von Profissimo. Ja, also ich habe die jetzt unten im Bad stehen. Und ich muss sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, also der Duft ist nicht so, man merkt ihn kaum. Ne? Jetzt, wenn die Tür zu ist und dann ist es schon so, dass es ein sehr sanfter und leichter Duft ist. Also schon auch ein bisschen elegant, sage ich mal. Es gefällt mir gut, aber er ist sehr, sehr leicht. Und ich habe ein kleines Gästebad und größer dürfte es auch nicht sein, sonst würde man es nicht merken. Und das ist echt ein bisschen schade. Ja, ich hätte mir es eventuell nochmal geholt, aber es gibt es ja nicht mehr. Und insgesamt mag ich eigentlich lieber von Frosch die Düfte, die sind schon ein bisschen intensiver. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da mochte ich dann am liebsten entweder den Granatapfel, den gibt es glaube ich nicht mehr, oder mit Orangenblüte. Also falls jemand weiß, ob irgendwo Granatapfel noch zu kriegen ist, sagt mir Bescheid. Von den Kmit habe ich die Allzwecktücher feucht leer gemacht. Das ist Orange und Bergamotte. Ja, war okay. Dann habe ich eine Facial Sheet Mask von Action aufgebraucht und zwar with Wild Rose und Vitamin C. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Würde ich mir eventuell auch nachholen. Dann haben wir leer gemacht von Seelen das Anti-Schuppen Shampoo Classic. Habt nichts Negatives gehört, also war es vermutlich in Ordnung. Die haben übrigens in den Tests sehr gut abgeschnitten, diese Schuppenshampoos von Sien. Also, ja, kann man machen. Dann habe ich aufgebraucht von Sundance das 50 Plus Sonnenspray. Und das habe ich mitgenommen, weil das irgendwie ganz witzig aussieht. Ich wollte ein Spray und es ist ohne Octocrylene, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Lass gerade mal gucken. Auf jeden Fall ist das so eine blaue Flüssigkeit, man hier noch sehen kann. Also es fand ich irgendwie ganz witzig, ist so ein bisschen angelehnt an Feuerlöscher, ne? Und aber es hat mir nicht gefallen. Also dieses Ding ist sehr unhandlich, es ist auch immer wieder verstopft gewesen, dann ging es mal wieder, dann war wieder nichts mehr möglich und ich habe es jetzt letztendlich quasi ausgeleert, ne? Habe es jetzt so aufgebraucht und würde mir das auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Ich glaube, ich bleibe bei der Milch, das ist einfach so rauskippen, fertig. Ne? Ich habe noch einen Sonnenschutz und zwar war das von Nivea Sun Protect and Moisture mit der 30. Das habe ich jetzt aussortiert, weil das schon 2 Jahre alt ist und ich habe meinem Sohn jetzt ein neues mitgebracht. Ja, man soll die nicht so lange aufheben, zumal hier auch die Octocrylene drin sind, vermute ich mal. Also nee, anscheinend doch. Oder? So klein geschrieben, dass ich es nicht mal mit Brille lesen kann. Ne? Also es ist auf jeden Fall schon 2 Jahre alt und ja, habe ich jetzt ein neues geholt. Bleiben wir beim Sonnenschutz. Ich habe meinen leer gemacht und zwar Sundance 50. Das war noch die alte Version und gerade heute war ich im DM in der anderen Stadt und die hatten das auch noch. Habe ich mir noch 2 mitgenommen. Ja, ich mochte das sehr gerne, aber ich glaube, das ist so rausgegangen. Auch mein Lieblings Deo von Dove, das Go Fresh, ist jetzt leer. Ja, musste ja mal wieder eins weg, habe ich ja schon wieder nachgekauft. So, weiter geht's mit Elkos for Men Sport. Ja, schnuppert sehr gut, ist wieder so eine 3-in-1 Geschichte, Körper, Gesicht und Haare. Ist gut angekommen, soweit ich das sehe. Dann habe ich mal wieder Meersalz aufgebraucht, ne? War noch eins da. Dann auch Alltime Favorite Mine, Vella Flex Parfümfrei, genau, ja, habe ich ja immer am liebsten. Ich mag das. Von Elkos habe ich aufgebraucht eine Tuchmaske Aktivkohle. Das nehme ich immer sehr gerne oder die nehme ich immer sehr gerne, wenn die Haut ein bisschen rumspinnt und im Moment habe ich wieder ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht warum. Und ja, ich finde, es beruhigt die Haut total und ja, mag ich sehr gerne. Habe ich mir schon mehrfach geholt. Dann habe ich von mir ein Schuppenshampoo, das Kühl, Anti-Schuppen mit Green Apple, genau. Ich war jetzt gerade vorhin im Aldi, die haben jetzt
auch blaue Deckel. Ein bisschen blöd, weil ich das natürlich anhand des grünen Deckels immer gesagt habe, hier, das Grün ist mir, ne? Blau ist euch und jetzt haben sie alle blau. Aber ich habe noch kein neues mitgenommen. Ich muss erstmal aufbrauchen. Ja, Fairy Ultra Konzentrat, das habe ich mitgenommen, Granatapfel. Hat mein Mann zum Spülen genommen, der spült immer samstags. Und ja, hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Auch was zum Naschen ist leer gegangen. Und zwar habe ich mal getestet von Gut und Günstig die Kaffee trifft Sahne Schokolade. Die ist so im Stil wie die von Aldi, die Kaffee Sahne, vielleicht kennt ihr die. Und ja, sieht also auch genauso aus und ich finde, sie schmeckt auch sehr ähnlich. Also ja, wer weiß, ob es nicht der gleiche Hersteller ist, ne? Also ich mag die sehr, sehr gerne und die war bei mir im Schrank. Verratet mich nicht. Habe ich ganz alleine gegessen. Von Balea Man, ein Fresh Shampoo, ja, für jeden Haartyp mit Meeresmineralien, ist leer gegangen. Ja, das riecht sehr gut. So, der typische blaue Männerduft, ne? Noch einmal Vella, ich verbrauche die nicht alleine, ne? Mein Sohn verbraucht die mit. Elkos Face, da habe ich ein Micellenwasser für normale und empfindliche Haut ohne Alkohol und Parfüm. Das habe ich ausprobiert und ich komme mit Micellenwasser nicht klar. Und das habe ich jetzt zum Schwamm- und Pinselreinigen genommen. Dafür war es auf jeden Fall okay und ich bin froh, dass es jetzt leer ist. Ich habe es jetzt extra leer gemacht, weil so eine große Flasche nimmt halt auch immer doch ziemlich viel Platz in Anspruch. Ne? Elkos For Men, ein Rasiergel, sensitiv, das war auch okay. Und hat auch, glaube ich, ja, ganz gut gerochen. Also es war auch, kann man auf jeden Fall gut nehmen. Ein Badesalz von Isana, Moment der Entspannung mit Orangenöl. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ah ja, das ist auch sehr, sehr schön. Ich mal gucken, ob es sie noch gibt, wenn ich wieder hinkomme. Von Action eine Facial Sheet Mask und diesmal Pomegranate Extrakt und Hyaluronic Acid. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Also die Action Masken waren alle ganz nett, muss ich sagen. Und noch ein Badezusatz und zwar ein Badesalz Mango Jungle. Da habe ich mich ja geärgert, dass ich mir die Dusche nicht gekauft habe. Aber oh, das Badesalz roch so schön. Ja, hat mir super gut gefallen. Nach was war das? Ja, Mango mit Sonnenblumenöl. Oh, Mango nicht. Ja, was soll man sagen? Was haben wir denn hier noch? Eine Zahnpasta ist leer gegangen. Odol mit 3. Ja, die habe ich jetzt halt mal aufgebraucht, weil die habe ich schon ewig im Schrank gehabt. Und was ich euch auch mal zeigen wollte, von Jacobs der Cappuccino. Der normale ist es praktisch. Der ist auch echt gut. Also der schmeckt uns total gut. Und mein Sohn, der hat auch jetzt eine Vorliebe für den Latte Macchiato entdeckt. Aber ich bevorzuge diesen Cappuccino. Noch eine Zahnpasta, Meridol, geht ja auch immer wieder leer. Eine Duftkerze und zwar vom Airwick ist das. Airwick ist das sogar gewesen. Eine Orangenkerze, glaube ich, war das. Ja, die war okay, aber würde ich mir nicht nachholen. Ich glaube, Anti-Tabak-Orange, da steht es auch. Genau. Ja. Ist ganz gut abgebrannt und war okay, aber wenn ich Orangenduft höre, dann verspreche ich mir irgendwie mehr. Ich weiß nicht, ich bin da, ich denke dann immer an so frische Orange, ne? Und die riecht halt sehr, sehr intensiv und auch so ein bisschen säuerlich, da zieht mir gleich alles zusammen, ne? Ja. Aber sowas kriegt man halt nicht. Ein Hygienespray von Vipasept. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. So ein altes Ding gewesen. Das ist jetzt endlich mal leer gegangen. Eine Gesichtsmaske von Balea. Und zwar diese Mango- und Passionsfrucht. Oder Maracuja-Ananas war es. Genau. Ja, das ist so eine Gelmaske. Die ist okay. Aber ich würde mir die nicht nochmal holen. Ich glaube aber auch, die ist schon rausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich dachte,
kann ich nicht viel verkehrt machen, aber Ananas ist an sich nicht so mein Duft, muss ich sagen. Und ich finde, er ist hier sehr stark ausgeprägt. Dann habe ich eine alte Textilfarbe gefunden bei mir im Schrank. Als wir die Küche gekriegt haben, haben wir ja die alte Küche nach unten gebaut in unsere Waschküche. Und da habe ich ja unten natürlich dann auch die Schränke ausgeräumt, die alten. Und dabei habe ich dieses Mohnrot gefunden und ich habe auch noch ein Blau. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, ich habe so komisch aprikotfarbene Handtücher gehabt, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Also Handtücher, kleine und große und auch Waschlappen. Ja, und da habe ich gedacht, ich färbe mir die ein oder ich probiere halt mal, ob das was wird. Ja, habe mir das Salz dazu geholt, habe das so gemacht, wie es draufsteht und hatte vermutlich aber ein bisschen zu viel Wäsche drin. Also es ist jetzt rosa alles. Ja, besser rosa wie Aprikot, ne? Ich mag ja rosa. Aber wenn man das rot haben wollte, dürfte man wahrscheinlich nicht mehr wie zwei größere Handtücher machen, denke ich mir. Vielleicht überfärbe ich mir die irgendwie nochmal mit dem Blauen, dann gibt es Lila, oder? Gibt es dann Lila? Ich denke schon. Ich weiß noch nicht. Also für das Blau habe ich noch keine Verwendung gefunden und für den Anfang war es mal okay. Aber ich hatte schon ziemlich Angst, dass ich danach meine Wäsche verfärbe, weil es dort oben schon so ein bisschen in diesem Kästchen geblieben ist, da wo das Pulver reinkommt, da kommt ja auch die Farbe rein. Und diese Ablagerungen haben sich halt jetzt alle rot verfärbt, aber es geht nichts raus. Also es war kein Problem. Dann habe ich einen Schwamm aussortiert von Real Techniques, glaube ich, ist der. Und ja, RT, genau. Und der ist mir so gebrochen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber gut, ich habe ihn auch eine Weile in Verwendung gehabt. Ich habe jetzt schon einen neuen. Seit diesem Monat ja und der fängt auch schon an zu brechen, aber anscheinend halten die nicht allzu viel aus. Ein bisschen schade, weil ich dieses Weiche sehr gern mochte. Also die sind deutlich weicher als die, die ich bis jetzt hatte. Und mit denen macht es natürlich auch viel mehr Spaß, sich dann zu schminken. Ne? Ja, den hatte ich im Adventskalender, genau. Im Douglas Adventskalender. Dann habe ich eine Gesichtsmaske und zwar auch von Isana. Das war diese Kokos-Kurkuma. Genau, und ich weiß nicht mehr, wie ich sie fand. Also schlecht war sie nicht, sonst wüsste ich es. Besonders gut fand ich sie vermutlich auch nicht, sonst wüsste ich es. Also ich glaube, sie war okay. Muss ich die nächste jetzt unbedingt mal bald machen. Dann habe ich hier aussortiert von Balea den White Chocolate Lippenpflegestift, ja. Den, ich dachte erst, der wird mir gut gefallen, aber ehrlich gesagt, oh, kann das nicht riechen, ne? Der ist gekippt irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber der ist irgendwie gekippt. Ich habe ihn gut aufgebraucht. Also es ist nicht mehr allzu viel drin, aber das schmeiße ich jetzt weg. Da kämpfe ich jetzt nicht mehr mit rum. Dann habe ich noch eine Gesichtsmaske und zwar die Tuchmaske Be Soft. Und die habe ich mir auch nochmal nachgekauft. Das ist eine, die im Moment im Angebot ist. Also ich habe gesehen, die gibt es auch noch im Angebot. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron. Ich kann auch nicht mehr reden heute, schon so spät. Und Krebsfrucht, genau. Jeder Hauttyp. Ich finde die ganz süß und ich fand sie auch wirklich gut. Dann habe ich noch eine Balea Creme Dusche Sense of Magic, duftet nach Beeren und Vanille. Die wollte ich eigentlich aussortieren, habe aber keinen Abnehmer gefunden. Ich finde, die riecht so ein bisschen wie so quietschige Bonbons von Anno dazumal. Ich habe die jetzt in den Seifenspender umgefüllt und ich muss sagen, als Handseife gefällt die mir total gut. Ja. Ist auch schon fast leer jetzt. Die Flasche kommt sowieso weg und danach fülle ich mir dann was Neues ein. Hab da so ein schönes Gefäß und da habe ich mir das eingefüllt und es geht auf jeden Fall gut. Ja, also wenn ihr alte Duschgele habt oder Duschgele habt, die euch nicht so gut gefallen, oftmals machen die sich echt gut als Handseife. Also kann man auf jeden Fall ausprobieren. Von Balea die Vital-Tuchmaske habe ich auch getestet. Reife Haut mit Soforteffekt. Die fand ich auch ganz okay. Ich nehme an, da ich mich nicht mehr so genau daran erinnern kann, dass sie nicht schlecht war, aber auch nicht super gut. Also ich würde sagen, die war so okay. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr mit Unreinheiten reagiert, weil das erste Mal war sie mir irgendwie zu reichhaltig, aber meine Haut ist ja auch
in der Zwischenzeit ein bisschen älter geworden und jetzt war es auf jeden Fall deutlich besser. Ist trotzdem keine Maske, die ich mir jetzt unbedingt auf Halde legen würde. Dann habe ich von Balea diese Limited Edition, die im Moment aktuell ist, mit dem Kokos- und Monoi-Blüten, glaube ich, sind es. Die hat mir sehr gut gefallen, habe ich mir auch nochmal nachgeholt, weil ich die sehr pflegend fand und den Duft mochte ich unglaublich gerne. Dann habe ich ja aufgebraucht einen Quick Dry Top Coat von Riva Loves Me. Den fand ich ganz gut. Am Schluss jetzt hat er sich ein bisschen gezogen, aber das machen sie alle. Das ist so ein, ja, so ein Topcoat, damit der Nagellack schnell trocknet. Das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und ja, mehr konnte ich nicht mehr rausholen. Der zieht jetzt am Streifen und das versaut einem nachher nur noch den Lack. Das muss ja auch nicht sein. So, was haben wir noch? Aufgebraucht habe ich von Isana eine Q10 Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30. Genau, das ist so dieses Pendant zu meiner Balea Lichtschutzfaktor 30 Tagescreme, die ich ja jeden Tag nehme, wenn ich nicht gerade die Sonnenschutzcreme nehme. Die roch sehr schön, ich fand sie auch schön so auf der Haut, aber bei mir hat sich die etwas mehr abgerollt. Also es kam sehr drauf an, was für ein Serum ich unten drunter genommen habe. Und ich bin ja jemand, der immer Serum nimmt. Ne? Da ist es dann schon ein bisschen schwierig, wenn ich zum Beispiel irgendeine Ampulle nehme, die dann eben super schön für die Haut ist, aber dann die Creme drauf abrollt. Also da fand ich die von Balea etwas besser und bleibt jetzt auch erstmal bei der. Und dann habe ich hier noch von Jungglück, weiß nicht, wie man es ausspricht, ein Vitamin C Serum. Das hatte ich gewonnen und es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, das kann man schnuppern, hat es irgendwie... Ja, ich glaube, das hat recht gut geduftet, also so ein bisschen, ne? Nicht übermäßig, aber nicht irgendwie eklig oder so. Hat mir gut gefallen, ja. Würde ich mir eventuell auch nachkaufen. So, was haben wir noch? Von Catrice, den One Minute Face Perfector. Der ist, ja, annähernd leer. Ich habe heute den noch mal genommen. Es ist noch ein Mini-Rest drin, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, um noch mal komplett zu schminken. Deshalb geht er jetzt raus und ich betrachte den als aufgebraucht. Ich mag den sehr gerne, mir gefällt er vom Feeling her sehr gut. Er ist mir immer wieder ein bisschen zu dunkel, was ich sehr, sehr schade finde, aber es gibt ihn ja jetzt eh nicht mehr. Ich glaube nur noch bei Catrice oder bei Douglas habe ich ihn am Schluss noch gekriegt, online, aber nicht mehr im Laden. Und ja, ich habe ja jetzt was Neues und von daher ist es okay. Dann habe ich aufgebraucht von Be Natural den Coconilla. Den finde ich ja super gut. Das ist noch die alte Formulierung. Ich weiß nicht, wie die neue ist. Die habe ich noch nicht getestet, weil ich jetzt unglaublich viele Lippenstifte habe im Moment, Lippenpflegestifte. Und ja, ich kratze den auch immer aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, mit so einem Pinselchen nehme ich es dann abends gern oder morgens, gleich nach dem Waschen quasi. Und da wird nichts verbraucht, ne? Also nichts vergeudet, so wollte ich sagen. Genau, also den brauche ich bis zum letzten Dingens. Und last but not least habe ich hier von Diadermine die Lift and Hydrating Anti-Age Augenpflege. Die hatte ich mir damals mitgenommen, weil in der Online-Beschreibung irgendwo drin stand, dass sie einen Lichtschutzfaktor hätte. Ich habe nichts gefunden. Ich weiß auch nicht, wie groß der ist oder wie hoch der ist. Und hier steht drauf, Pro-Kollagen und Hyaluron gegen müde wirkende Hautpartien und Schwellungen. Ja, also ich fand den okay. Aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Für die, also von der Konsistenz her ist das einfach nicht so richtig das, was ich mag. Ich mag ja immer so gerne solche Konsistenzen, die sich wie, die quasi wie Wasser sind. Also erst aufgetupft und dann gehen die sofort in die Haut rein. Oder cremige. Dann schon wieder, also wie wenn sie so richtig gehaltvoll sind. Und das war irgendwie so ein Zwischending. Also ja, war okay, aber
Wie gesagt, nichts, was man unbedingt haben muss. So. Das waren die ganzen Sachen jetzt von diesem Monat. Ein Top war auf jeden Fall dieses Bad. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich meine mich zu erinnern, dass es so richtig schönes, pissgelbes Wasser war. Das war das Einzige, was nicht so schön war. Aber der Duft ist einfach toll. Und was mir nicht gefallen hat, was war denn ein Flop? Ja. Flop war eigentlich gar keiner dabei, so ein richtiger Flop. Ne? Alles war eigentlich so einigermaßen okay. Was mir nicht so gut gefallen hat, war diese Maske hier vielleicht. Oder was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass diese doch relativ teuren Schwämmchen so zerbrechen. Weil ich höre ja auch immer wieder, manche Leute, die geben die sogar mit in die Waschmaschine. Das würde ich mich nicht trauen. Ne? Also da hätte ich echt Bedenken, dass danach nur noch so Gekrümel rauskommt. Erzählt mir doch mal, wie ihr das macht. Wie macht ihr denn eure Schwämmchen sauber, wenn ihr sowas verwendet? Oder vielleicht verwendet ihr die auch gar nicht. So. Erzählt es mir gerne mal in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ansonsten war es das jetzt heute von mir. Und wieder Haare im Gesicht, ne? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen und bis bald. Ciao.